Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Caveman. Ein Film, der jetzt schon über ein Jahr verschoben wurde, jetzt endlich im Kino startet. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Echt so ein paar Männer im Staff? Die denken, ich habe einen Massagesalon. Und das nur, weil ich eine Frau bin. Ich leite die... In letzter Zeit habe ich häufiger das Problem, dass ich Claudia nicht verstehe. Also ich meine, akustisch. Ich sehe, ihr Mund bewegt sich, aber bei mir kommen keine Worte an, sondern nur Laute. Wie bei einer Fremdsprache, zu der mir die Untertitel fehlen. Der Film basiert auf dem Theaterstück Caveman, das seit über 20 Jahren in Deutschland aufgeführt wird. Und im Mittelpunkt der Geschichte steht Bobby. Der hat schon seit Kindheitstagen den Traum, dass er einmal auf einer Bühne stehen möchte und ja, Comedian sein möchte. Dementsprechend nutzt er die Chance, als er bei einer Open Mic Night in einem Comedy Club auftreten kann und fängt dort an, über seine Beziehung bzw. Ehe zu reden. Und wir springen eben in den einzelnen Passagen, die er erzählt, immer wieder in die Situationen direkt rein. Natürlich werden hier aber auch sehr, sehr viele Klischees angesprochen, aber auch viele interessante Ansätze, was Liebe, Ehe und Beziehungen angeht. Und dementsprechend haben wir hier so einen Wechsel. Es ist natürlich, muss man sagen, wirklich für eine Zielgruppe, ja, schon 30 plus, würde ich sagen, angelegt, weil eben die beiden in einer 7-jährigen Beziehung sind, Bobby und Claudia, und da passieren die verschiedensten Dinge und irgendwie ist das alles ein bisschen eingerostet und es geht irgendwie auch darum, wie kommt man aus dieser kleinen Krise oder vielleicht auch größeren wieder raus. Insgesamt sehr unterhaltsam, sehr lustig. Das ist manchmal so ein Wechselbad zwischen lustigen Momenten und emotionalen Momenten. Wobei ich auch sagen muss, es hat mich persönlich jetzt nie so richtig mitgerissen. Manche Gags sind gut, manche sind ein bisschen too much gewesen. Und insgesamt funktioniert die Story allgemein recht gut. Dementsprechend 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel. Wir haben hier natürlich einen gut bekannten Cast. Ganz vorne mit dabei Moritz Bleibtreu. Dazu haben wir noch Laura Tonke, Wotan Wilke-Möhring und Martina Hill. Also der Cast ist unterhaltsam, sehr lustige Figuren teilweise dabei. Dementsprechend insgesamt Cast voll in Ordnung, 3 von 5 Punkten. Technisch ist das Ganze recht lustig umgesetzt. Es wird immer wieder die vierte Wand durchbrochen, also dass die Hauptfigur direkt zum Zuschauer im Kino spricht. Und das ist interessant, das ist ähnlich wie beim Theaterstück gelöst. Es ist insgesamt solide produziert, kann man nicht meckern. Er macht mir persönlich ein bisschen zu wenig besonders. Dementsprechend da 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, Caveman ist ein Film, wo ich skeptisch war, weil der wurde jetzt schon oft verschoben und auch von Weihnachten jetzt auf Ende Januar geschoben. Das ist meistens nicht so ein wirklich gutes Zeichen, aber am Ende ist der Film solide geworden. Er ist jetzt nicht unbedingt überlustig, aber er hat einen guten Drive. Es ist trotzdem unterhaltsam, man will bei den Figuren dranbleiben und es ist schon gut geschrieben an einigen Stellen. Manchmal mir ein bisschen too much gewesen. Aber so insgesamt, ich glaube, für die Zielgruppe ab 30 plus oder natürlich auch die schon länger in einer Ehe sind, die werden da viel nachvollziehen können. Und dementsprechend ist es für die auch empfehlenswert, unterhaltsames Ding geworden. Nicht überragend, auch nicht schlecht, gut, solide. 3 von 5 Punkten für die Empfehlung. Insgesamt dann auch mit 12 von 20 Punkten kann man sich im Kino anschauen. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.